Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King mit mir, dem Dizzy. Ja! Ich habe hier gerade im Shop nochmal so einen Minischatz eingekauft und daraufhin hat der Tote gesagt, jetzt hast du so viel Geld ausgegeben, dafür gibst du eine Rabattkarte! Und die musst du nur ausrüsten, die ist halt wie diese anderen Zubehördinger und jetzt kriegen wir in allen Läden anscheinend 20% Rabatt, mega cool. Nehme ich mal mit und ich habe hier noch ein bisschen rumgesucht, weil in der letzten Folge, genau, hier war ja diese blöde Glocke, aber ich habe nicht gesehen, wo dieser blöde Tod ist und dann bin ich nochmal hier reingegangen und habe gemerkt, oh, hier ist ja irgendein Widerstand und ich habe auch gesehen, da, seht ihr in dem Fenster auf der rechten Seite, wenn man hier so ein bisschen hin und her läuft, dann wobbelt da ab und zu mal was hoch und da ist nämlich einfach der Tod drin. Er ist da so rumgewobbelt. Ah, puh, vielen Dank, dass du so gründlich bist, Mario. Und damit haben wir den Toad, der auch in diesem Gebiet hier drin war, befreit. Und wir werden ihn einfach mal verfolgen, weil ich wissen möchte, wo er hinläuft. Bitte sei nicht so schnell. Oh Gott, man kann ihn aber ganz schön lange verfolgen, ne? Wo läuft er denn hin? Ach, er läuft einfach in die Stadt zurück. Jetzt ist er weg. Jetzt sieht man ihn nicht mehr. Alles kaputt. Ja, ansonsten, in der letzten Folge haben wir so einen Mini-Boss besiegt, das Erdpegamaton, das gemacht hat, dass wir einen Level abbekommen haben. Deswegen können wir jetzt hier einfach die Goombas in der Overworld vernichten, ohne dass wir gegen die kämpfen müssen. Das ist sehr, sehr praktisch. Und warum sage ich Miniboss? Weil der hat weder diese rote Luftschlange da weggemacht. Ja, das war es eigentlich schon. Der hat das halt nicht gemacht, deswegen ist es kein richtiger Endboss, sondern er hat uns nur eine Fähigkeit gegeben. Und aus diesem Grund sind wir jetzt natürlich drauf und dran, hier dieses komische Felsgebilde nach unten zu befördern, damit wir endlich da reinkommen gehen können und endlich mal diese blöde Luftschlange wegmachen können. Und da erwarte ich jetzt einen richtigen Boss. Also der auch vom Origami King einfach selbst gemacht worden ist. Aber erst muss ich Olivia in das Erdpergamotor verwandeln. Und ich lasse das jetzt am Anfang nochmal einfach durchlaufen, diese Animation, weil die ist echt schön, vor allem mit der Musik und so. Aber ich glaube, in Zukunft werde ich das dann überspringen, Leute. Dann müsst ihr es nicht mehr sehen. Aber schon cool. Ist schon cool. Also die Animation ist nice. Na, dann bring das Teil mal runter, liebe Olivia. Alles klar, dann lasse ich die Party mal steigen. Ja, was die mit ihrem Party-Theme haben, keine Ahnung, warum ja alles mit Tanzen funktioniert. Diese Textur finde ich immer noch so hässlich von den Felsen. Ein Glück macht sie die jetzt weg. Die beleidigen mein Auge. Tja, gar nicht so übel, wenn ich das selbst mal so sagen darf. Hast du gut gemacht. Was ist das jetzt genau? Gibt es da Slushies drin? Ich hätte gern Slushies. Und ich muss jetzt nochmal prüfen, ob dahinter wirklich gar nichts ist. Oh, guck, weil als da dieser Felsen war, konnte man nicht hinten rumgehen. Und hier ist noch irgendwo ein Tod versteckt. Dann ist er doch garantiert hier irgendwie hinter, oder nicht? Lieber Tod, zeig dich. Nein? Na gut. Hätte ich jetzt aber hundertprozentig mit erwartet. Da ist er. Hallo, kleiner Tod. Also diese Glocke ist sehr, sehr praktisch. Aha! Endlich hat mir jemand das Kleingedruckte auf der Rückseite des Schildes gelesen. Jetzt bin ich gerettet und du kennst dich mit den Nutzungsbedingungen und Haftungsberechtigungen dieses Schildes aus. Was? Steht da jetzt wirklich was? Das wäre richtig witzig. Nee, schade. Was stand da überhaupt? Also. Okay, danke, liebe Glocke. Und was ist das jetzt hier genau? Panoramaturm. Geiles Graffiti, wenn man das Graffiti nennen kann. Also eher so kunsthallenmäßig, ne? Was macht denn dieses riesige Loch hier? Dafür werden wir wohl eine Menge Schnipsel brauchen, um es zu reparieren. Hast du recht, aber ich habe ja zum Glück eine Menge Schnipsel. Guck dir das an, Olivia, wie viele Schnipsel ich habe. Wow, jetzt bist du neidisch auf mich, oder? Ich wäre neidisch auf mich. Oh, es hat genau gelangt. Und da ist der böse Olli auf dem Boden. Bei dem habe ich gleich gemerkt, dass es nur ein Bild ist, aber ein wirklich gut gemaltes. Das muss derselbe Künstler gewesen sein, der auch die Pilze und die Banane gemalt hat. Oh, ich weiß, was das erste Boss-Ding ist. Das sind diese Wachsmalstifte, oder? Die man auch schon im Trailer gesehen hatte. Muss einfach so sein. Und er hat sich hier halt ausgelassen mit seinen Zeichenkünsten. Und den wollen wir vernichten. Ich hoffe, wir verwandeln ihn nur zurück oder so. Wäre ja schade um die Kunst. Wer immer das gemalt hat, kennt mein Bruder. Tja, dann müssen wir ihn natürlich aufhalten, denn dein Bruder ist sehr, sehr böse und da steckt ein Tod im Aufzug fest. Was machst du da? Nein, du holst mich auseinander. Es muss einen besseren Weg geben. Nein, wir probieren es einfach nochmal. Na gut, dann doch nicht. Ich will dich doch nur retten. Alles klar, da war jetzt wieder dieser Sound, dass sich etwas von Windows abgekapselt hat. Und letztes Mal, als es war die ganze Aufnahme Schrott. Deswegen, ich werde jetzt mal ganz kurz Pause machen. Okay, Test. PC einmal neu gestartet, Bildschirm abgeschlossen, weil der macht anscheinend wieder Probleme. Keine Ahnung, was das war. Oh, was haben wir hier? Sind das? Ja, sind wieder kleine Toads, sogar drei verschiedene. Seid ihr das Ninja-Trio? Ich hoffe, jetzt funktioniert das alles mit der Aufnahme, sonst bin ich sehr, sehr traurig. Wir haben uns ziemlich gut kennengelernt, als wir alle zusammengerollt waren. Das haben sie alle gleichzeitig gesagt. Süß. Und jetzt setzen sie sich da einfach hin und schmollen ein bisschen rum. Wollt ihr nicht mitkommen? Und den, der euch das angetan hat, zur Rechenschaft ziehen. Das war schon absolut gemütlich, aber um das absichtlich zu machen, ist es so anstrengend.
Und ich sehe hier noch ein Kleintoad. Da. Kleine Postkarte. Hui, so viel Spaß hatte ich ewig nicht mehr. Kannst du mich nochmal zusammenfallen, damit ich noch eine Runde drehen kann? Heute nicht, kleiner Toad, aber irgendwann bestimmt nochmal. Hier sind garantiert noch mehr Toads versteckt. Da sehe ich doch nochmal drei weitere. Diesmal in blau. Stellt euch auf, meine Diener. Oh, sag's nicht, mein Chef, aber meist stehe ich nur den ganzen Tag hier und mach nichts. Dieser Angriff war also ziemlich aufregend. Ach, die Tür? Danke, Mario. Besuch mich doch mal im ersten Stock, falls du hungrig wirst. Ich arbeite da im Restaurant. Yay, ein Restaurant, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich hoffe, ich krieg umsonst irgendwas. Uff, danke, Mario. Jetzt kann ich endlich wieder Souvenirs und Items verkaufen. Wenn du Lust auf eins von beiden hast, komm jederzeit vorbei. Ja, da, ich bin schon da. Geht einfach 3 Meter weiter nach hinten. Willkommen, das mit den Souvenirs habe ich mir nur ausgedacht, weil es besser klingt. Aber die Items gibt es wirklich. Hier, sieh mal. Okay, oh, er verkauft sogar Pilze im Dreierpack und die sind dann sogar günstiger. Aber ich hab genug Pilze. Ich glaube, ich habe noch so 20 oder so. 5. Sind ja fast 20. So, oh. Du brauchst das Geld nicht mehr, oder? Das ist sehr belastend, Leute. Aber wo krieg... Oh, er kommt gar nicht hoch. Wo kriege ich denn jetzt hier neue Schnipsel her? Kannst du mir Schnipsel verkaufen? Oh, wie soll ich denn jetzt zur Arbeit kommen? Ich bin der beste Rettichkoch der Küche. Was mir gerade jetzt jemand Rettich bestellt? Wie denn, wenn da keiner ist? Aber ich habe leider auch nicht genug Schnipsel dafür. Ich sehe noch einen Toad. Da oben. Wie komme ich da oben ran? Aha. Jump'n'Run-Action, sagst du? Da komme ich doch mit zurecht. Schließlich bin ich Mario. Einfach nur auf gepunktete Sachen achten und dann ist man auch gut dabei. Klasse, du hast mich bemerkt. Hey, das ist mein tolles Gemälde. Ich bin so stolz drauf, in einer derart künstlichen, wertvollen Umgebung gehangen zu haben. Was für ein Gemälde? Achso, die Banane meinst du. Da fragt man sich schon. Hätte ein Toad das machen können und will ja auch mit? Mit Wachsmalkreide oder so? Was weiß ich, womit man dir Sachen malt. Ja gut, anscheinend brauche ich erstmal ein bisschen mehr Kram. Und anscheinend darf ich das aber nicht. Huch, die Tür ist blockiert, aber wovon? Vielleicht sollten wir erstmal versuchen, zur Spitze des Turms zu kommen. Ja, wie denn? Ich habe keine Schnipsel. Ja, well. Okay, runterfallen bringt nichts außer Schaden. Ich bin einfach verloren, Leute. Ich bin hier eingesperrt. Für immer und ewig und kann nichts machen. Ah, hier, ich kann einfach den Knopf drücken, ich Dummkopf. Ja, das ist ein bisschen schonender, ein bisschen todschonender. So ist es besser. Wir kommen auf den Panoramaturm, Mario. Der Turm ist mit Souvenirs. Na gut, an dem Slogan arbeiten wir noch. Und etwas putzen müssen wir wohl auch noch. Also, nicht, dass dieser Blick schlecht wäre. Es ist nur, jedes Mal, wenn ich es sehe, muss ich an das Monster denken, das uns angegriffen hat. Es war furchtbar. Ein länglicher Körper mit einem riesigen Maul voller spitzer Zähne. Ich bekomme Knicke, wenn ich nur daran denke. Du glaubst also, dass das ein Monster war? Ich wusste nicht, dass mein Bruder Monster als Freunde hat, aber es muss jemand gewesen sein, der sein Gesicht kennt. Jedenfalls müssen wir uns vor gar nichts fürchten, solange Mario hier bei uns ist. Richtig, Mario? Richtig, richtig. Ich bin Mario. Let's do this. Ab in keine Ahnung wie viel Stock. Hey, darf ich mal probieren, bitte? Klar, drück du nur. Wo wollen wir denn hin? Tja, einfach nach ganz oben. 2. Stock. Kosmetik, Handtaschen, Herrenbekleidung. Die ist jetzt die Aufzugsfachkraft. Zitronenparfüm und Campingausrüstung. Das machst du sehr gut, Olivia. Wir erreichen nun den 3. Stock. Fahrräder, Matratzen, Abendbekleidung, Mixer und Comics. Ah, oh, da bin ich raus. Gib mir die Comics. Und Mixer bin ich natürlich auch. Na, wie bin ich? Ich wollte schon immer Fahrstuhlansagerin in einem großen, schicken Kaufhaus werden. Eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, was das ist, ein schickes Kaufhaus, aber es klingt toll, oder? Hast du was dagegen, wenn ich auf dem Weg runter alles nochmal rückwärts aufsage? Das hat auch... oh mein Gott, wir werden angegriffen. Ist ja wie in einer Jungfrau hier. Also diese eiserne Jungfrau, meine ich, Leute. Nicht das, was ihr jetzt denkt. Wörteraufzugpassagiere, es wird eine kleine Verzögerung geben, während sich mein Freund Mario um einen Notfall kümmert. Einfach mal hauen, ne? Einfach mal alles weghauen. Da bin ich der Beste drin. Du auch. Streu dich nicht. Oh, fallen wir jetzt runter? Das wäre richtig knorke. Ja, endlich sterben. Aber man weiß ja, man muss einfach nur im letzten Moment hochhüpfen, wenn ein Aufzug runter crasht. Und dann überlebt man das. Weil Physik. Guck, wir sind kurz hochgesprungen, deswegen leben wir noch. Alles easy. Ne, Olivia? Aua. Erdgeschoss, geplättete Helden, zerbrochene Träume, Glasscherben und Sportausrüstung. Oh nee, wo kommt denn die Gegner jetzt schon wieder her? Ich bin überfragt und möchte einen Tipp. Das habe ich sowieso noch nie gemacht. Solchen super wütenden Schergen darf man keine Ruhe lassen. Das zahlen die dir sonst mit einem mega starken Gegenangriff heim. Das ist der Tipp. Okay, ich würde gerne Münzen rausschicken. Leute, wollt ihr Münzen? Oh. Okay, ich habe 1,4 Sekunden länger Zeit für etwas, was ich gar nicht raffe. Ja, ich hätte den wahrscheinlich... Ah, ich hätte ihn so machen müssen,
Und dann hätte ich den einfach darüber düdeln müssen. Ja, jetzt ist sowieso alles scheiße. Bäp, 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 bäm, alles schlecht. Na gut, egal. Hammer Time! Der schon mal 4 wegmacht, das ist nett. Zweiter Hammerstoß folgt zugleich. Ja, bap. Ja, und der Rest wird uns leider angreifen. Wieso bin ich so scheiße in diesen Anordnen? Ich kann das wirklich gar nicht. Wieder ein bisschen blöd. Ach, die machen einfach 0 Damage, weil wir Bronzeabwehr Plus haben. Wir sind einfach viel zu OP. Aber jetzt kriegen wir das hin. Ja, komm mal, wir haben 3 Ringzüge. Jetzt mache ich das so, wie ich das eben schon machen sollte. So, den nach hinten. Und dann den dazwischen noch. Okay, so. Sterbt, ihr blöden Gumbas, als ob der erste überlebt und der letzte auch. Wie viele Leben haben denn diese geflügelten Gumbas, bitte? Aber zum Glück machen die einfach 0 Damage. Noops. Tja, ich zeige euch mal, wie man richtigen Damage macht. Hier, 13 und 14. Damit ihr auch mal das 10 lernt. Ja, endlich wieder ein paar Dinger. Ja, der Aufzug ist anscheinend kaputt. Den können wir nicht mehr benutzen. Tja, beim Aufzug geht's wohl nicht. Nimm doch die Treppe. Okay, kleiner Toad, koch mir was Schönes. Oh, klasse, die Treppe ist wieder begehbar. Jetzt komme ich endlich wieder zur Arbeit, wo ich den lieben langen Tag Rettich schneide. Ja, echt klasse. Ich dachte, du liebst deinen Job. Das hat sich jetzt so angehört, als wenn ich ihn gar nicht so gerne mochte. Oh nein, nicht auch noch diese Treppe. Und ich glaube nicht, dass du gerade ausreichend Schnipsel dabei hast. Denkst du, wir finden hier genug Schnipsel, um sie zu reparieren? Klar, oh. Hallo, kleiner Kochtoad. Hey, ich habe zufällig mitgehört und vielleicht kann ich helfen. Ich habe da gerade eine ganz blöde Situation in meinem Restaurant. Ich mag es nicht mehr laut aussprechen. Ich bin der Chefkoch, aber ich kann mich unmöglich blicken lassen, bevor die Situation bereinigt ist. Kannst du mir nicht helfen? Da kümmerst du dich um das Problem, erzählst es nicht rum und ich zeige mich erkenntlich. Okay, wenn das nichts Unanständiges ist, was ich machen soll für dich? Woher weiß ich, dass das Problem immer noch besteht? Ein Koch weiß sowas einfach. Reden wir weiter, wenn alles erledigt ist. Er hat mir gar nicht gesagt, was ich machen soll. Lol. Da ist einfach ein paranormaler Block aufgetaucht, den man gar nicht da vermuten hätte könnten tun. Ei. Die Tauzeichnung hinter ihnen ist ja auch süß. Hä, soll ich das sein? Pah, was hat sich der Künstler denn dabei gedacht? Ich bin doch ein blauer Tod und kein roter. Das ist voll rassistisch. Der denkt wohl, alle Tod sehen gleich aus. Dabei habt ihr ganz andere Farben und ganz andere... Genau. Tut mir leid, ich sollte mich nicht ausgerechnet bei dir beschweren und schon gar nicht, nachdem du mich gerettet hast. Hier als kleine Anerkennung. Ja, Pilz Nummer 6. Merci. Sehe ich wirklich so aus? Ich will ein anderes Porträt. Chill, du bist ganz hübsch. So, okay, der Koch will halt irgendwas, ne? Chefkoch spezial in dem Menü. Omelette und sehr wilder Reis. Sehr wilder Reis. Sind wir jetzt im Wilden Westen, wo es den wilden Reis gibt? Okay, wo ist der wilde Reis? Ich lege mich mit jedem Reis an, der mich blöd anmacht. Okay, aber erstmal Omelette essen. Die essen halt so wirklich auf. Ja, ein KP habe ich mir wieder geholt. Ja, ich bezahle das später, Olivia. Soll ich das aufmachen? Da ist sowieso ein Gegner drin. Ich weiß nicht, ob ich... Na gut. Hallo? Nein, es ist ein Toad. Oh, danke für die Hilfe, Mario. Kleiner Tipp, bestell nichts aus der Küche. Die Fallschergen haben da ein ziemliches Chaos hinterlassen. Na gut, aber die Küche. Da ist auch noch ein Toad. Überall Toads hat der Trollo was zu tun. Der Trollo zählt nämlich alle Toads, die ich finde. Das finde ich super witzig. Immer pro Folge. Es zählt nicht als Aufräumen, wenn man einfach alles in einen Schrank wirft. Nicht? Stimmt. Aber es zählt als Aufräumen, wenn man alles unter den Teppich kehrt, oder? Und hier ist ein Gegner drin. Das kenne ich, glaube ich, schon aus dem Trailer. Garantiert ist da ein Gegner drin. Ja, ganz viele kleine Kumbas. So süß. Oh nein, muss ich die jetzt alles fangen? Das ist ja... Aua, ey, die tun halt einfach weh. Das ist wie diese Kellerasseln. Ey, oh, er hängt an mir dran, er hängt an mir dran. Mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg. Olivia, Hilfe. Wie die Kellerasseln bei Animal Crossing, wenn man lange Zeit nicht gespielt hat. So, da drin war auch noch einer. Wie kriege ich den denn jetzt weg von mir? Aua. Okay, wir müssen sie alle kochen. Habe ich den jetzt erwischt? Wie kriege ich den weg von mir? Bitte, bitte, aua. Ja, ich sterbe jetzt halt einfach langsam. Ist okay. Kleiner Toad, kannst du mir vielleicht helfen? Oh, danke für deine Hilfe. Kurz hier nur ein Rande. Ich wiege genauso viel wie eine einzelne Karotte. Oh, das ist bestimmt später noch wichtig. Nee, ist es nicht. Er war einfach nur auf einer Waage drauf und deswegen war das so. Wie ist das eklig? Der Gumba ist ja wie eine Mücke hier an der Wand. Machen wir ganz schnell platt. Also an sich töte ich keine Insekten. Ich lasse sogar Fliegen und sowas frei. Aber Mücken, Leute, die töte ich. Wie ist das bei euch? Mücken hasse ich. Die sterben einfach. Scheiß Mücken. Einer von diesen Fallgestellten hat mich von hinten seinem Rücken an die Wand, dann an die Decke und dann da reingeworfen.
Klasse Wurf, da gibt's nix. So ein Trickshot einfach, ja, auch mega nice. Hier ist noch ein Omelett, das natürlich fertig gebraten werden will. Nein, es ist einfach ein gelber Toad. Macht sogar Sinn. Oh, puh, ich hatte schon befürchtet, dass ich das Frühstück von dir bitten werde. Kannst du bitte den Gumba auf mich kaputt machen? Oder muss ich das irgendwie selber machen? Vielleicht irgendwas mit dieser... Bitte, bitte helfen mir. Du bist alle von diesen Dingern erwischen, Mario. Hast du eine Ahnung, was für einen schlechten Eindruck das macht, wenn die in der Küche herumlaufen? Ja, dann nimm ihn mir weg. Nimm ihn mir bitte weg. Bitte, ich brauche ein bisschen Hilfe. Oh, vielleicht kann er einfach in die Mülltonne? Nee, aber da ist noch ein kleiner Toad drin. Oh, das war einfach schrecklich. Ich habe schon begonnen zu kompostieren. Ich weiß nicht, wie ich den loswerde. Der hängt ja einfach an mir dran. Soll das so? Olivia, bitte hilf mir. Ah, eines der krabbeligen Viecher sitzt auf dir drauf, Mario. Mach es weg. Ja, aber wie denn? Vielleicht, oh, einfach waschen. Ach, deswegen Hände waschen oder was? Komm, wir waschen uns die Hände. Lass uns die Hände waschen. Ich möchte gerne Hände waschen. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Los, kocht mich. Kocht mich, damit all meine Viren weggehen. I don't know, was ich machen soll. Keine Ahnung, wie ich den wegkriege. Ich muss schnell hier raus. Ist das einfach so Zeitdruck, dass man die alle in dieser Zeit wegmachen muss? Weil sonst tötet der einen einfach langsam. Langsam, aber qualvoll. Aua, jetzt geh doch bitte einfach weg. Komm sofort her, ich muss dich... Danke. So, da oben ist auch noch einer. Der ist schön versteckt, so als wenn er das Symbol von dem Restaurant hier ist. Vielleicht kann es der Koch helfen. Ich meine, wir haben jetzt bei seinem Problem weitestgehend geholfen. Es ist nur noch ein kleiner Gumba da. Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er weg von uns. Okay, das ist interessant. Anscheinend kann er nur in der Küche leben. Ist er jetzt wieder an uns dran? Das wäre richtig lächerlich. Ja! Hey, okay, wie werde ich denn diesen Gumba los? Er ist einfach an mir dran und ich werde ihn nicht los. Oh, hä? Okay, ich bin ihn irgendwie losgeworden. Keine Ahnung wie, aber es hat funktioniert. Hä? Ich habe nur dagegen geduddelt, aber das habe ich vorher doch auch schon ein paar Mal gemacht. Keine Ahnung. So, fertig. Oh, die ganze Küche ist ein Chaos. Und rate mal, wer das wieder aufräumen darf. Als Spiegelei war das Leben einfacher. Ja, ja. Ich wäre auch mal ab und zu gerne ein Spiegelei. Dann liege ich im Bett, denke über mein Leben nach und denke mir, ach, jetzt ein Spiegelei sein, das wär's. Hm, ich höre das Getrappel dieser Hühner und Krabbeltiere nicht mehr. Du hast es geschafft. Hier, dieses fein gehypte Schnipsel wurde extra für dich zubereitet. Bon Appetit. Ja, ich liebe Schnipsel. Danke, dann können wir hier nämlich einfach weiter in Stockwerk Nummer 2. Wenn es in jedem Stockwerk so eine Aufgabe wartet, dann kann sich das ja mega strecken hier. Und die Schnipsel langen immer gerade so. Okay, nee, das waren schon alle Löcher im Turm. Das heißt, mehr müssen wir hier nicht machen. Ich will trotzdem nochmal kurz nachgucken, ob die jetzt die Küche tatsächlich schon aufgeräumt haben oder ob sie dabei sind oder was da passiert. Der Koch ist einfach der Einzige, der lächelt. Oh, du liebe Güte, wir waren gerade in der üblichen Mittags... Essen Hektik, als es losgegangen ist. Bam, Eier und Reis überall. Bitte glaubt mir, das Durcheinander hier ist nicht unsere Schuld. Wir halten unsere Küche immer sauber. Sowas hatten wir noch nie. Ach, das sollte Reis sein. Die kleinen Gumbas. Deswegen waren die auch in so einer Asia-Box drin. Das macht Sinn. Und deswegen war das auch wilder Reis. Hä? Essen Toads einfach Gumbas? Wie brutal wäre das denn? Nun gut, wie dem auch sei, wir werden die nächste Etage erkunden. Okay, das ist auf jeden Fall ein Hinweis. Hier brauchen wir... Mit dem Hammer geht es nicht. Hier brauchen wir eine Bombe. Und es gibt ja einen Begleiter, diesen Bomb-Omb-Typen, den man hier dann bestimmt nutzen kann. Das finde ich aber gut. Dann kriegt man ja hier auch Begleiter, wie in den ersten Paper Mario-Teilen, die dann auch in der Story weiterhelfen, weil das fehlt mir gerade noch, dass man Begleiter hat. Wir kommen auch nicht rein. Oh nein, jetzt sind wir verloren. Dann lass uns einfach wieder umkehren. Das war eine dumme Idee, dieses Abenteuer. Lass uns einfach wieder nach Hause gehen und chillen. Ausgesperrt, da könnten wir drücken, wie wir wollen. Und wie sollen wir jetzt nach oben kommen? Bam, 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 bam. What the fuck? Nein, YouTube. Ist das schon der Bossfight? Zack. Huch, ist das was auf meinem Gesicht? Sehr gut. Sehr gut, Olivia, du bist die Beste. So, sind wir hier drin und werden einfach nicht mehr angegriffen. Jetzt, wo wir hier drin sind, sind wir einfach safe. Oh, 100 Münzen, 100 Münzen. Ich hätte jetzt gedacht, wir kriegen hier den Bomb-Omb und dass der das dann für uns macht, aber anscheinend nicht. Alrighty-dighty. Anscheinend scheint hier kein Toad zu sein. Die Dümmel klingelt auf jeden Fall nicht. Von dem her. Das dauert ja ewig und wir werden einfach angegriffen auf den... Nee, ich will nicht. Ich will nicht. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Okay, ich stelle mich hier unter. Da treffen die mich nie. Ich bin einfach der Schlauste. Okay, aua. Ich bin doch nicht der Schlauste. Dann verstecke ich mich halt hier unter. Oh nein, die machen alles kaputt. Oh Gott. Au, ey, das tut halt echt weh.
Ja, übertreibt halt völlig. What the fuck? Hilfe! Nein! Ich will das nicht. Halt, stopp. Ich will das nicht. Nein heißt nein. Okay, ich verstecke mich jetzt trotzdem hier unter. I don't give a shit. So, safe. Ich übertreibe halt völlig. Das ist so witzig. Ich liebe dieses Spiel. So, okay, fertig. Ein Glück. Okay, der Beweis, sie greifen halt doch noch weiter an. Aber ich bin einfach safe. Ich bin einfach safe. Ihr könnt mir gar nichts. Ist ja wie im Krieg hier. Schrecklich. Die übertreiben völlig. Ich liebe es. Ich liebe es, wie sie übertreiben. Oh mein Gott. So, wieder ein paar Leben. Damit übertreiben sie leider auch ein bisschen, dass es viel zu viele Leben überall gibt. Aber was stimmt denn mit dem Boss nicht, dass er hier überall seine Scheiße rumschießen muss? Ah, oh, puh, gerettet! Ich dachte schon, dass man mich mit all den zerbrochenen Stiften in den Müll wirft. Vielen Dank! Hör, kommt man im Turm nicht, aber ich könnte schwören, dass diese Buntstifte von oben heruntergefallen sind. Okay, Speicherpunkt. Deswegen denke ich, da oben wird jetzt der Boss auf uns lauern. Und aus diesem Grund würde ich sagen, war es das dann mit dieser Folge. Wir sehen dann in der nächsten Folge wieder den Boss, weil die dauern ja anscheinend ein bisschen länger. Ja, ihr wisst ja wahrscheinlich schon, wer das ist. Das ist halt dieser Buntstifte-Koffer. Und ja, wie der dann zu bekämpfen ist, sehen wir in der nächsten Folge. Bin gespannt, wie viele Tods ich hier gefunden habe. Trollo, du weißt deinen Job. Und ich hoffe, es hat nicht zu sehr geleckt, weil 5,5% meiner Frames wurden einfach nicht gerendert. Wir schauen einfach mal. Auf jeden Fall dann bis zum nächsten Mal und tschüss.